Sie sehen nun die Neujahrsansprache der Zwickauer Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis. Liebe Zwickauerinnen und Zwickauer, liebe Zuschauer, 2014 war ein aufregendes Jahr. Ein Jahr mit vielen Höhepunkten, aber auch mit einigen wenigen Tiefen. Für mich persönlich waren die letzten 12 Monate dabei überaus abwechslungsreich. Ja, mitunter sogar abwechslungsreicher, als ich es mir wünschte. Und es gab Dinge, über die ich mich ärgerte und die mich bewegten. Beim Aufstieg zur Zwickauer Hütte aus Anlass des 115-jährigen Bestehens musste ich den plötzlichen, unerwarteten und tragischen Tod meines Kollegen, unseres Baubürgermeisters Rainer Dietrich, miterleben. Ist es nicht frappierend, wie nah Glück und Unglück beieinander liegen können? Ist es vielleicht auch ein Fingerzeig darauf, wie wertvoll Gesundheit und Glück sind? Geärgert habe ich mich, genauso wie Sie, vor wenigen Wochen. Es fiel der erste Schnee, wieder einmal waren die Straßen in Zwickau glatt und ich fragte mich, genau wie Sie, wo ist der Winterdienst? Diesen Sachverhalt haben wir in der Verwaltung ausgewertet und ich hoffe, dass der Winterdienst schneller zur Stelle ist, wenn er gebraucht wird. Noch gravierender sind die baulichen Mängel an unserem Robert-Schumann-Konservatorium. Den Stadträten und mir ist es einfach schleierhaft, wie diese Probleme in Dachbereichen, an den Glasfassaden oder in den Kellern entstehen konnten. Und warum der, man kann es nicht anders sagen, Pfusch nicht eher bemerkt wurde. Hier werden wir Aufklärungsarbeit leisten müssen. Schade nur, dass darunter der Ruf unserer Musikschule leidet. Denn wie engagiert die Lehrer des CON arbeiten, mit welchem Können und mit welcher Leidenschaft die Schüler üben und spielen und mit welch tollen Unterstützungen Eltern und Förderverein unterwegs sind, das verdient mindestens die Note 1. Zum Glück kamen solche ärgerlichen Fälle nicht allzu oft vor. Im Gegenteil. 2014 war wieder ein Jahr, in dem zahlreiche wichtige Baumaßnahmen beendet werden konnten und in dem die sozialen Leistungen sogar noch ausgebaut wurden. Mit der Nikolai- und der Schillerschule konnten 2 weitere Schulen komplett saniert werden. Die Oberhofendorfer Grundschule erhält eine neue Sporthalle. Gleich 2 neue Kindertagesstätten weiten wir 2014 ein. Den Grünen Hof im Stadtzentrum und die Kita Muldepiraten in Schedewitz. Außerdem startete der Ersatzneubau für den Hort Brückenplatz. Auf dem Nordplatz werden außerdem die Außenanlagen für die dort befindlichen 2 Einrichtungen neu gestaltet. Mit dem neuen Heizkraftwerk Süd der ZEV wird ein nachhaltiger Beitrag geleistet, die Energieversorgung zukunftssicher, ökologisch und kostengünstig sicherzustellen. Und mit dem Neumarkt konnten wir einen der zentralen und traditionsreichen Plätze unserer Stadt neu gestalten. Ich bin mir sicher, dass die Attraktivität dieses Quartiers weiter steigen wird, wenn im kommenden Jahr die ZWG beginnt, ihr großes Investitionsprojekt umzusetzen. Zumindest einen kleinen Schritt sind wir bei der Erneuerung unserer Straßen vorangekommen. Dies belegen beispielhaft die August-Schlosser-Straße in Oberhohndorf, die Marienthaler-Jakobstraße, die Schneppendorfer in Grossen, der Radweg zwischen Seiler- und Grimmitschauer-Straße, der neue Kreisverkehr in Planitz und die Lothar-Streit-Straße. Hier wurde auch, wie an verschiedenen anderen Bächen, der Hochwasserschutz verbessert.
Ich freue mich aber auch, dass wir mit scheinbar kleinen Maßnahmen viel zum Wohlfühlklima beitragen konnten. Der Brunnen auf dem Schumannplatz sprudelt wieder und die Musen im Park der Neuen Welt erstrahlen im neuen Glanz. Mit dem Bergbaudenkmal wurde im Muldeparadies ein weiterer Anziehungspunkt geschaffen. Und zum Jahresende schlossen wir die Sanierung des Kornmarktbrunnens ab. Wir sind stolz, dass sich das Gewerbe- und Industriegebiet an der Reichenbacher Straße toll entwickelt. Mit Unternehmen wie Hoppecke, Johnson Controls, Weck und Poller, Arkema oder Vesoma. Und wir sind dankbar, dass Schnellecke im Norden eine große Erweiterung getätigt hat. Die beiden Höhepunkte im vergangenen Jahr waren für mich die Einweihung des sanierten Kornhauses als Stadtbibliothek sowie die Eröffnung des Max-Pechstein-Museums. Hier wurden Träume wahr, die mancher schon gar nicht mehr zu träumen gewagt hatte. Apropos Museen, diese können nach wie vor ganz unabhängig vom eigenen Geldbeutel besucht werden, denn der Eintritt bleibt frei. Ausgebaut haben wir die freiwilligen sozialen Leistungen, indem seit September an allen Grund- und Oberschulen Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt wird. Ich kenne keine Stadt unserer Größe, die dazu imstande ist. Und Sie wissen ja, dass wir eine kostenlose Schülerbeförderung bieten, Kindern aus sozial benachteiligten Familien ein kostenloses Mittagessen erhalten oder Eltern von Neugeborenen ein Begrüßungsgeld bezahlen. Diesen Weg, Investitionen zu tätigen, ohne die sozialen Leistungen zu vernachlässigen, wollen wir in den kommenden Jahren fortsetzen. So soll 2015 die Sanierung der Schule am Scheffelberg fortgesetzt werden. Wir beginnen die Planungen für die Erneuerung der Futschig-Schule und für den Neubau der Sprachheilschule Anne Frank. Bei den Kindertagesstätten stehen Maßnahmen in der Kita Grossen und beim Apfelbäumchen an. Und noch im ersten Halbjahr wollen wir den ersten Spatenstich für den Neubau des Stadtstrolche-Hortes setzen. Im Bereich der Kultur sind nicht nur Brandschutzmaßnahmen in der Neuen Welt und in der Galerie am Domhof vorgesehen. Auch die Planungen für die umfassende Rekonstruktion des Gewandhauses, eines der stadtbildprägendsten Denkmale, werden beginnen. Im Entwurf des Haushaltes 2015, der noch in den Ausschüssen und dem Stadtrat zu diskutieren ist, haben wir weiterhin Planungsleistungen für die Sporthalle des Clara-Wieck-Gymnasiums und für eine neue Großsporthalle berücksichtigt. Für den Bau und die Instandsetzung von Straßen, Fuß- und Radwegen sehen wir fast 9,5 Millionen Euro vor. Und wenn der Stadtrat unseren Vorschlägen folgt, werden wir 2015 beginnen, die Breitbandversorgung auszubauen. Und schließlich stehen drei Großprojekte vor ihrem Beginn oder ihrem Abschluss. Alle Museums- und Oldtimer-Fans können sich auf die Erweiterung des August-Horch-Museums freuen, die bis Ende 2015 abgeschlossen sein soll. Hier entsteht ein Autotempel, mit dem Zwickau und die Audi AG europaweit von sich reden machen. Der Freistaat beginnt mit den Vorbereitungen für die neue JVA auf dem früheren RAW-Gelände. Ich bleibe dabei. Eine wichtige Investition für Zwickau. Und gerade Fußballfans werden sich auf das neue Stadion freuen in Eckersbach. Und der erste Spatenstich wird auf alle Fälle Anfang 2015 erfolgen.
Erfreulich ist noch ein ganz anderer Fakt. Uns, dem Stadtrat und der Stadtverwaltung, ist es gelungen, Schulden abzubauen. Noch Ende 2008 lag der Schuldenstand aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften bei fast 110 Millionen Euro. Ende 2015 wird er voraussichtlich bei nur noch rund 35 Millionen Euro liegen. Wir haben auch im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen vor, den Schuldenstand bis Ende des Jahres 2018 auf unter 15 Millionen Euro zu reduzieren. Dieser Fakt und die im Vergleich zu anderen Städten gute finanzielle Ausstattung bedeutet nicht, dass wir alle Wünsche erfüllen können. Im Gegenteil. Wenn wir weiterhin auf gesunden Füßen stehen wollen, kommen wir nicht umhin, sehr genau zu überlegen, welche Maßnahmen und Projekte wichtig, sinnvoll und effizient sind. Dies ist auch beim Theater der Fall. Auch die Theaterleitung muss sich fragen lassen, ob mit den Mitteln gut gewirtschaftet wird, ob unser Theater solide aufgestellt ist oder ob man, wie in den letzten Jahren, das Schiff nur auf kurze Sicht steuert. Es gilt auch hier, zukunftsfähige Lösungen und Strukturen zu finden, die über den Tag hinaus Bestand haben. Bitte bedenken Sie, jeder Theaterbesuch wird derzeit mit ungefähr 100 Euro aus öffentlichen Mitteln bezuschusst. Übrigens ging es nie darum, dass der Stadtrat die Schließung von Spatten verabschieden sollte. Die Stadträte von Plauen und Zwickau befinden sich über die Verlängerung des Grundlagenvertrages in Diskussion, also über die finanziellen Rahmenbedingungen. Gute und dauerhafte Strukturen zu finden und umzusetzen, das ist Aufgabe von Geschäftsführung und Intendanz. Liebe Zwickauerinnen und Zwickauer, einen Wunsch möchte ich Ihnen abschließend noch auf den Weg geben. Natürlich hängt die Lebensqualität in unserer Stadt maßgeblich vom Wirken der Stadt, des Landkreises, des Freistaates und der Bundesrepublik ab. Aber dass und ob Zwickau lebens- und liebenswert ist und bleibt, hängt auch von Ihnen und von uns allen ab. Wir alle können viel dazu beitragen, dass sich alle Menschen bei uns und mit uns wohlfühlen. Das beginnt mit dem freundlichen Grüßen des Nachbarn, der uneigennützigen Nachbarschaftshilfe oder dem Einsatz in der Kirchgemeinde oder im Kindergarten. Unverzichtbar für das Gemeinwesen ist die ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen und Verbänden, bei den Freiwilligen Feuerwehren oder den Hilfsorganisationen und in vielen anderen Bereichen. Unverzichtbar ist aber auch die Aufgeschlossenheit Neuem gegenüber und gegenüber Menschen aus anderen Staaten und Kulturen. Angesichts des Ausländeranteils in Sachsen oder gar in Zwickau ist es Unfug, von Überfremdung oder gar Islamisierung zu sprechen. Die Flüchtlinge, die zu uns kommen, sind Menschen, die Hilfe brauchen, unsere Hilfe. Und es sind Menschen, von denen wir viel lernen können, beispielsweise über andere Länder, andere Kulturen und andere Bräuche. Wie sagte Robert Schumann, achte das Alte hoch, bringe aber auch dem Neuen ein warmes Herz entgegen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich starte optimistisch in das neue Jahr. Zwickau hat gute Voraussetzungen, um sich 2015 im positiven Sinn weiterzuentwickeln. Und Zwickau hat, und da bin ich mir sicher, viele Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls
in vielfältiger Weise dazu beitragen, dass unsere Stadt ein Zentrum mit Zukunft ist, ein Ort, in dem alle Menschen gut und gerne leben. Ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben. Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich alles Gute für das neue Jahr, vor allem Glück und Gesundheit. Zum neuen Jahr sprach die Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau.